Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Die erste SBC aus der Hybrid-Nationen-Reihe haben wir abgeschlossen, die Vierer, und hat uns leider kein Pack-Luck beschert, aber wir geben nicht auf. Das nächste Pack wird auch doppelt so gut bzw. wertvoll mit 10.000 Coins. Insgesamt bekommen wir in der Hybrid-Nationen-SBC-Reihe Packs im Wert von 225.000 Coins. Wir müssen halt alles nur der Reihe nach abschließen. Gleich die nächste SBC Elite 8er und rund um die Welt wird nochmal deutlich besser. Hier haben wir ein 50k-Pack und ein 55k-Pack. Und dann gibt es noch das 100k-Pack. On top als Bonus für das Abschließen der kompletten Reihe. Okay, sechsfach ist das nächste, welche wir uns jetzt widmen werden. Tausche ein Team mit genau sechs Nationen ein und das sind die Bedingungen. Länder, Region genau sechs, Profis aus demselben Land max 3, Profis aus einem Verein maximal 3, Teamgesamtbewertung 75 und eine Gesamtchemie brauchen wir mindestens 18 und natürlich auch 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr benötigt, Loyalität gibt es ja auch nicht, Positionswechsel gibt es auch nicht mehr. Also ihr benötigt eigentlich gar nichts, außer dass ihr das einfach nur noch 1:1 nachkaufen müsst. Und dann klappt das. So schwer ist das nicht. Dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die Sechsfach-SBC erfolgreich abgeschlossen und schauen wir uns direkt mal das Pack an, welches wir jetzt hier bekommen werden. Prime Gold Profis Pack. Früher hieß das mal seltener Goldspieler Pack oder Prime Goldspieler Pack. Naja, wie dem auch sei, wir gehen rein und hoffen auf das Unmögliche. Nein, das leider nicht, aber kommen jetzt nicht drauf. Ah, das ist eine Frau. Ja, schade. 83 bewertet ist sicherlich brauchbar für andere SBCs. Oder wenn man gerade mal irgendwie Squad Battle spielen muss. Dafür wird es reichen. Wie groß? 1,75. Ja, im Tor. Leider ein bisschen zu klein. Ansonsten, ja, nehme ich erstmal mit. Vielleicht ist ja der ein oder andere Spieler interessant für eine Evolution. Werde ich mal später schauen, ob da was Gutes dabei ist. Das soll es gewesen sein. Gerne liken, gerne kommentieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.